Ja, hallo meine Lieben, herzlich willkommen beim zweiten Teil für ein gesünderes und längeres Leben, beziehungsweise über den EBV, den Epstein-Barr-Virus, der uns ja das Leben ganz schön zur Hölle machen kann, wie wir im ersten Teil gehört und gesehen haben. Jetzt noch einfach mal die wichtigsten Fakten im Schnelldurchlauf. 90-95% haben den Virus. Es gibt an die 60 Unterarten, davon gibt es relativ harmlose bis hin zu sehr aggressiven Arten. Der EBV besetzt grundsätzlich mit seinem Genmaterial unsere Lymphozyten und beeinflusst diese massiv. Wir beschreiben vier Phasen. Die erste Phase ist die Schlafphase, die weiteren drei Phasen bezeichnet man als akute Phasen, die natürlich verschiedenste Ausprägungen haben. Wer das erste Video noch nicht gesehen hat, den empfehle ich auf jeden Fall, dieses nachzuholen und sich diesen ersten Teil anzuschauen. Verlinke ich natürlich hier oben. Ja, und welche chronischen bis ganz, ganz schwerwiegenden Krankheiten der EBV auslöst, beeinflusst und was du für dich und gegen den Virus tun solltest und warum du dir das Video unbedingt noch anschauen solltest, das erfährst du natürlich wie immer nach dem Intro. Das chronische Müdigkeitssyndrom betrifft häufiger Frauen, ist auch bekannt als Fatigue. Viele Menschen durchlaufen ein Spießrutenlaufen von einem Arzt zum nächsten und niemand kommt darauf, dass das etwas mit Viren, vorwiegend mit dem EBV-Virus und Bakterien zu tun haben könnte. Ausgelöst durch die Bildung von Neurotoxinen, entstanden eben durch die Viren, welche den gesamten Körper entzünden und das zentrale Nervensystem erfassen und belasten. Die einhergehende Schwächung durch einen gestörten Darm und überlastenden Nebennieren lassen einen dann chronisch müde und kraftlos werden. Die Fibromyalgie. Während der ganze Körper schmerzt, ja, es hat was mit den Nerven zu tun, heißt es in den schulmedizinischen Kreisen, doch dass diese Nervenschmerzen durch den EBV hervorgerufen werden und durch die Entzündung des zentralen Nervensystems verursacht werden, ist wieder weniger bekannt. Das zentrale Nervensystem sowie das periphere Nervensystem sind stark durch Viren befallen und entzündet. Ständige Schmerzen, Druckempfindlichkeit, Erschöpfung sind dann die Hauptsymptome. Als nächstes haben wir Tinnitus. Entzündete Nervenbahnen im Innenohr, ausgelöst durch den EBV, führen zu Vibrationen, die das typische Geräusch im Ohr entstehen lassen. Der Schwindel und die Meniere-Krankheit werden in der Schulmedizin meist mit Kalziumkristallen und Steinen im Innenohr in Verbindung gebracht. Die meisten chronischen Fälle werden jedoch durch einen entzündeten Vagusnerv hervorgerufen, eben durch den EBV. Die Schilddrüse. Ja, der EBV geht in die Schilddrüse, weil er die dort produzierenden Schilddrüsenhormone liebt. Dass der Virus dafür sorgt, dass die Schilddrüse dadurch nicht mehr anständig arbeitet, ist dann klar. Abfallstoffe, Überforderung der Schilddrüse führen zu Schilddrüsenunterfunktion, Hashimoto etc. etc. Die Schulmedizin meint nun, das könnte man mit der Gabe von Schilddrüsenhormonen ausgleichen, doch weit gefehlt. Die Hormone wirken wie Steroidhormone, so eben Anthony Williams, welche das Immunsystem rapid verlangsamen. Wenn normalerweise genügend Schilddrüsenhormone produziert werden, geht ein Signal an bestimmte Zellen, dass diese Glucose aufnehmen sollen, um Energie für die Reparatur und Vermehrung zu gewinnen. Werden jedoch zu wenig Hormone produziert, gilt das an die Zellen als Signal, die Energieversorgung einzustellen. Das geschieht deshalb, um ein gleichmäßiges Energieniveau zu haben. Dauert aber die Hormonknappheit jedoch zu lange, führt das zu Stromknappheit im Körper, weil die Zellen keine Anweisungen mehr erhalten. Auf Deutsch gesagt, ganz wenig Energie, also ATP in den Zellen. Hier vorgeschlagene Nahrungsergänzungen bei Schilddrüsenunterfunktionen. Zink. Zink tötet EBV-Zellen, stärkt die Schilddrüse und schützt das Hormonsystem. Spirulina liefert wichtige Nährstoffe für die Schilddrüse. Chrom. Chrom wirkt ausgleichend auf das Hormonsystem. L-Tyrosin steigert die Produktion des Schilddrüsenhormons. Die Süßholzwurzel
tötet EBV-Zellen und kräftigt die Nebennieren. Zitronenmelisse tötet EBV-Zellen und verringert Knotenwachstum. Mangan, wichtig für die Produktion des Schilddrüsenhormons T3. Omega-3 stärkt das Immunsystem. Weiter, Vitamin D3. Vitamin D3 reguliert das Immunsystem. In dem Falle sorgt es eben, dass CD8 und CD4 ausgewogen, ausbalanciert sind. Was es mit dem ganz genau auf sich hat, erfährst du noch etwas später. Vitamin B, also der Vitamin B-Komplex, ist sehr gut für das Hormonsystem. Magnesium reguliert das Schilddrüsenhormon T3. Ja, meine Lieben, hier gibt es einiges, was man nehmen kann. Auch Nahrungsmittel für die Schilddrüse sind angesagt, in dem Falle Lappentang, Blaubeeren, Sprossen, Korianderblätter, Knoblauch, Hanfsamen, Kokosöl, Paranüsse, Cranberries, EBV-Killer, wie Mikronährstoffe vermindern Knotenwachstum, leiten Schwermetalle und Virenmüll aus. Also das ist der Grund, warum du diese Nahrungsmittel einfach auch nehmen sollst. Und weiter geht es mit den Krankheiten. Multiple Sklerose, also MS. Das Problem bei MS ist die Beschädigung der Myelinscheiden des zentralen Nervensystems und damit basierende Nervenentzündung und Narbenbildung. Folgende Symptome können auf MS hinweisen: verschwommenes Sehen, Doppelsehen, verringerte Farbwahrnehmung, Augenschmerzen, Sehverlust, meist nur auf einem Auge, chronische Schwäche, chronische Schmerzen, besonders in den Muskeln, Zittern, Taubheit in den Armen und Beinen, Schwächung oder Lähmungen in den Beinen und bis hin zur Notwendigkeit eines Rollstuhls, Gedächtnisprobleme, Sprachschwierigkeiten, Schwierigkeiten sich zu konzentrieren. Ja, nach Anthony Williams ist MS keine Autoimmunkrankheit, in der der Körper sich selbst angreift, sondern eine Frage des Epstein-Barr-Viruses. Der Unterschied zu anderen Krankheiten, die durch den EBV ausgelöst werden, ist, dass der EBV im Falle MS Allianzen eingeht, zum Beispiel eben mit Streptococcus A und B Bakterien, mit Candida-Pilzen, mit dem Helicobacter pylori, dem Zytomegalivirus und mit Schwermetallen Kupfer, Quecksilber und Aluminium. Klassisch wird MS mit Immununterdrückungen oder mit immununterdrückenden und verlangsamenden Medikamenten behandelt. Um den EBV und die Kofaktoren jedoch abzutöten, braucht man jedoch ein funktionierendes Immunsystem, was die Schulmedikamente ja nun eher abschwächen als fördern. Wir brauchen also Mittel, die EBV bekämpfen und die Myelinscheiden des Nervensystems schützen. Was könnte bei MS also helfen? Omega-3-Fettsäuren schützt und stärkt die Myelinscheiden. Heilpilz, der Heilpilz-Igel-Stachelbart, schützt Myelinscheiden und die neuronale Funktionen. Alpha-Liponsäure stärkt die Myelinscheiden, repariert geschädigte Neuronen und Neurotransmitter. Das Monolaurin, diese Fettsäure, die Viren, Bakterien und andere Mikroben im Gehirn abtötet. Kurkumin hemmt Entzündungen im zentralen Nervensystem und wirkt auch schmerzlindernd. Gerstengras-Saftpulver enthält Mikronährstoffe, stärkt das zentrale Nervensystem und die Myelinscheiden im Gehirngewebe. Ja, noch weitere Krankheiten ausgelöst wahrscheinlich durch den EBV. Doch diese werden nur ganz kurz erwähnt, da es sonst den Rahmen dieses Videos absolut sprengen würden. Schreibt mir doch in die Kommentare, über welche von den noch erwähnten Krankheiten ihr ein Video brauchen könnt. Da hätten wir die rheumatoide Arthritis. Ja, der EBV greift laut Anthony William auch die Gelenke, die Knochen, Nerven an, was den Schmerz und die Entzündung auslöst. Die Schulmedizin spricht auch hier von einer Autoimmunerkrankung, sodass sich der Körper also fehlgesteuert selbst angreift. Die Wissenschaft, und jetzt komme ich zu der Erklärung, wie ich anfangs schon gesagt habe, die Wissenschaft sagt jedoch, wenn ein Ungleichgewicht zwischen TH-Zellen, also den immunsteigernden Zellen, und den Suppressor-Zellen, die also die TH-Zellen unterdrücken, vorliegt, wenn zum Beispiel zu wenige Suppressor-Zellen die immunsteigernden TH-Zellen unterdrücken, anwesend sind, dann greift sich das Immunsystem selbst an, weil es quasi verwirrt ist oder zu viele TH-Zellen anwesend sind, was für mich jetzt auch nur eine Theorie oder eine These bleibt,
und noch kein Beweis. Ja, meine Lieben, Migräne, das nächste Problem. Die Entzündung des zentralen Nervensystems, die auch das Gehirn betrifft, durch EBV in dem Falle, welche dann auch an den Vagusnerv kommen, kann eben auch Migräne auslösen. Im Fall Migräne gibt es auch noch andere Auslöser, wie eben Gehirntumor, Schlaganfall, Meningitis, eine Gehirnzyste zum Beispiel oder eben auch eine alte oder eben auch eine aktive Gehirnerschütterung etc. etc. Ja, das nächste wäre Krebs. Auch hier gibt es den Zusammenhang, gerade auch bei Krebs, dass eben durch die Abfallprodukte des EBV und anderen Umwelteinflüssen Krebs entstehen kann. Hier zeigte sich, dass die viralen Nebenprodukte bei Schilddrüsenkrebspatienten um 50% erhöht waren. Auch bei Lupus, einer sogenannten Autoimmunerkrankung, geht es darum, ob sich nun das eigene Immunsystem ausgelöst durch das Ungleichgewicht der CD8 und der CD4-Zellen gegen den eigenen Körper richtet oder ob es einfach der EBV ist, der vor Ort Entzündungen entstehen lässt. Ich glaube, ja, dass EBV das Ungleichgewicht in den T-Helferzellen auslöst und sich dadurch eben diese verwirrten Helferzellen gegen den eigenen Körper richten. Also hat wohl die Wissenschaft und Anthony William recht, zumindest jeder zur Hälfte. Ja, dann gibt es weiter noch den Einfluss auf unseren Magen. Natürlich kann auch der EBV direkt Einfluss auf den Magen nehmen, dadurch Entzündungen bis hin zum Krebs hervorrufen. Ein eingeschränkter Magen hat wiederum Einfluss auf die Verdauung. Im Magen schlecht aufgeschlossene Nahrung bedeutet zu viel Arbeit und Überforderung für den Darm. Daraus entstehen wiederum Fäulnisprozesse, die Störung der Darmflora, zu viel Fäulnisbakterien, eben Durchfall, Verstopfung. Ja? Die Nahrung und deren Vitalstoffe gelangen nur noch sehr geringfügig ins Blut und in die Zellen. Dadurch wiederum zu wenig Vitalstoffe, zu wenig Energie. Also ein Rattenschwanz, der sich da bildet. Auch Allergien sind ein Ergebnis von Darmproblemen. Dann noch andere Krebsarten. Auch hier zeigte sich, dass der Krebs weiter wächst. Wachstums- und Überlebensgene der Krebszelle werden durch den EBV aktiviert. EBV konnte schon bei vielen Krebsarten eben nachgewiesen werden. Ja, schlussendlich hat der EBV auch Auswirkungen auf unsere Mitochondrien, also die Kraftwerke unserer Zellen. Funktionieren diese nicht richtig, so haben wir einfach zu wenig Energie und das hat natürlich ganz weitreichende Auswirkungen auf unseren Körper. Ja, so meine Lieben, wir wissen nun, was alles ausgelöst werden kann und bei MS, Schilddrüse, habe ich auch schon Nahrungsergänzungen aufgelistet, was du nun tun kannst. Jetzt noch ein paar wichtige Maßnahmen, die jedoch nur angestreift werden können, da diese ja schon einen Videokurs ausfüllen würden. Wir fangen im Magen an. Erstens, Stangensellerie. Täglich Saft pressen und trinken sorgt für eine wunderbare Magensäure. Diese brauchen wir, damit alles andere auch gut funktionieren kann. Sellerie ist hier perfekt, um die Magensäure sozusagen aufzufüllen und im Gleichgewicht zu halten. Zweitens, Pro- und Präbiotika für den Darm. Hier nehme ich einfach effektive Mikroorganismen. Natürlich braucht es auch hier zuträgliche Nahrung. Auf die Nahrung muss man natürlich auch schauen. Drittens, wichtig ist, argininhaltige Produkte zu vermeiden. Neben Schilddrüsenhormonen liebt der EBV Arginin. Er ernährt sich eben dadurch. Kürbiskerne, Erdnüsse, Pinienkerne, Mandeln, Linsen, Hähnchenbrust, Rindfleisch, Lachs und nur, um nur die argininhaltigsten Lebensmittel hier zu nennen. Viertens, im Gegenzug hemmt und vertreibt Lysin den EBV. Lysin ist ein wunderbares Mittel bei Herpes und eben EBV. Lysin ist quasi der Antagonist von Arginin. Fünftens, Flavonole, eben sekundäre Pflanzenstoffe, die gegen die Viren vorgehen. Sechstens, die Alpha-Liponsäure, habe ich schon gesagt, sie repariert geschädigte Neuronen und Transmitter. Siebtens, super Antioxidantien wie OPC und Astaxanthin. Achtens, jetzt wird es schwierig, Gerstengras für den Nährstoffaufbau stärkt, stützt das Immunsystem. Neuntens, Algen wie Spirulina, Chlorella, Koriander zum
entgiften und aufbauen und natürlich zum Entgiften der Schwermetalle. Und last but not least, auch noch ein Mittel, über das ich eigentlich noch nie was gemacht habe, Weihrauch. Weihrauch ist offensichtlich sehr gut im Kampf gegen Viren und Bakterien. Ja, meine Lieben, das sind schon mal wertvolle Informationen zum Loslegen. Wie gesagt, Nahrung, Bewegung, Stressreduzierung ist eben auch unglaublich wichtig. Stress, zu viel körperliche Überlastung und die Nahrung sind dafür verantwortlich, dass der Epstein-Barr-Virus überhaupt mal aktiviert wird. Ansonsten ist dieses Thema Viren und deren Folgen ein unglaublich wichtiges Thema, über das noch viel, viel mehr gemacht werden muss. Erstens einmal das Bewusstsein für den EBV zu schaffen, warum so viele sogenannte Autoimmunerkrankungen entstehen und eben auch viele, viele andere Krankheiten, inklusive der mitochondrialen Dysfunktion, also was da unglaublich vieles dranhängt und wie du dich wirklich davor schützen kannst und was du grundsätzlich dagegen tun kannst. In dem Sinne, alles Liebe, bleib mir gesund, wenn ihr es noch nicht seid, dann werdet ihr es natürlich. Ihr wisst eh, das ist sowieso das Wichtigste. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ja, mein Wissen, wo habe ich es her? Natürlich habe ich von Anthony William einiges herausgenommen und viele, viele andere Informationen auf YouTube im Internet recherchiert und zusammengefasst zu diesem zweiteiligen Video. Ja, also wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wie gesagt, Kommentare, Daumen hoch. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke, damit ihr jedes Video dann auch sozusagen vorgeschlagen bekommt. In dem Sinne, wir sehen uns, Baba, ciao, tschüss und servus, euer Guillaume.